Obwohl, ja, ist doch deutsch, aber egal. Bin sogar Kaiser. Leck Teil mich. des Römischen Reiches. Du bist gar nichts. Mach die Augen zu, das bist du. Na dann. Ich habe Verstärkung. Luis Nicolas Davos. Wie Devon. Keine Ahnung. Ist Französisch, interessiert mich nicht. Aber wir können beide nicht sonderlich gut Französisch, von daher. Nicht? Ich kann nicht gut Französisch. Das wäre mir nicht aufgefallen. Toll. Dachte ich, erinnere dich nochmal dran. Ach so. Ja, zu freundlich. Ich muss kurz eine Sekunde weg. Ich greife dich an, ne? Würde. Der rückt gegen dich vor, ne? Genau, und du darfst angreifen. Ich darf es. Oh nein. Gnädig von dir. So bin ich halt. Naja. Also ich bin bereit. Meine Milizen werden dich in den Boden stampfen. Na dann. Die haben so eine richtige Uniform, Mann. Oh mein Gott. Die bewaffneten Bürger. Genial. Kämpfen die bestimmt. Man könnte ja fast vermuten, es sind wirkliche Soldaten. Kämpfen die bestimmt viel besser durch die Uniform. Ja, das sind ja französische. Ach, scheiße. Ja, deine Argumentation ist sehr gut. Verstärkung! Wieso glaube ich mir das dann schon mal selber nicht? Das ist ja voll Kacke. Ach so, du hast ja ein paar Kavalleristen. Ja, so ein, zwei Jungs habe ich mitgenommen. Ich wollte nicht so viele mitnehmen, damit du nicht so viel Angst hast. Wäre ja auch unfair, ne? Weil ja nicht schon auf dem Berg sitzt. Ja. Mich extra runter bewegt für dich. Machen hier richtig schönes Officer Aiming. Würde ich niemals machen. Nein, 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 nein. Deswegen schlagen die ganze Zeit neben meinem General Kanonenkugeln ein. Liegt doch nicht. Außerdem, musst du gerade sagen, ja? Musst du gerade sagen. Deiner hat nur noch die Hälfte der Männer, also doch nichts passiert.
so, die schließt du jetzt. Weil du ja noch 18 Mann hast, ne? Und deine Moral klar. Sowieso schon so, beziehungsweise so gut von den Leuten hier ist. Ja, er will halt für seine Leute gerne sterben, ne? Ist ja klar. Nee, der will nicht sterben, das ist das Problem, ja. Das ist das Problem. Feige Ratte. Mit diese Leute, die nicht sterben wollen, schlimm. Für Vaterland nicht alles geben. Soll nicht mal was schämen. Der Witz ist dabei, ich knall da jetzt rein bei dir und ich mache eigentlich mehr Verluste bei dir als bei mir, weil das eigentlich nur Scheiße ist. Tja. Oh, ich habe deine Kavallerie in die Flucht geschlagen. Na, dafür hast du jetzt meine Artillerie. Ich glaube, das war ein guter Tausch. Finde ich nicht. Also wenn man noch den Rest deiner Armee anguckt, ist das ein ziemlich guter Tausch gewesen. Für mich nicht. Für dich ist alles kein guter Tausch, was nicht gut für dich aussieht, ne? Was soll ich denn sonst sagen? Zum Beispiel die Wahrheit, dass du so gut wie verloren hast. Niemals. Warum sollte ich solche Schandlügen verbreiten? Weiß es nicht. Ja, also. Unsere Männer fliehen, Sir. Tschüss, General. Na toll. Tschüss, nächster General. Halte die Stadt! Ich zieh euch in die Stadt zurück. Ihr haltet die. Wenn du das sagst. Ja. Genauso wie mein Mob jetzt gegen deine Grenadiere gewinnen wird. Klar. Ja, meine sind 100 Mann, ja? Und deine sind gerade mal 40. Ja, und da kommen ja nicht nochmal 78 hingelaufen, ne? Das ist nur eine Fata Morgana.
Unsere Männer fliehen, Sir. Bleibt stehen, Mob! Du hast noch Grenadiere als Reserve übrig. Ja. Wie süß. Die werden jetzt hier dich ein für alle Mal vertreiben. Glaube ich auch. Und mein Mob würde ich teilweise auch in die Flucht schlagen. Na dann. Lass mich in Ruhe. Feigling. Wer verschanzt sich hier in der Stadt? Wer hat denn die Übermacht? Wer hat denn die Schlacht verloren? Du? Du weißt es nur noch nicht. Kommst jetzt mit einer Bomberflotte und bombst hier alles weg? Du kennst ja Shogun Fall of the Samurai. Da kommt jetzt gleich die Bombenangriff von oben. Bombenangriff, Bombenangriff! Kannst du da auch Bombenleger ausbilden? Egal. Schöner YOLO-Charge. Oh, sie fliehen nicht direkt. Hätte ich nicht erwartet. Die hat so keine Munition mehr, die haben so viel geschossen. Ja, jetzt werden sie Nahkampf nicht verlieren, weil sie da nicht hinkommen. Nahkampf! Und jetzt noch? Boom! Wenigstens. Lol, so riesen Explosion und nichts passiert bei deinen Leuten. Ja, das richtet eher Moralschaden an. So. Hätten die nicht fliehen können? Ja. Mein Württemberg. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich könnte da intervenieren. Aber ich glaube, es wäre immer noch fies. Kaum. Gar nicht. Ein Zwei-Fronten-Krieg gegen Preußen und Frankreich ist bestimmt schön. Ach gut, wenn du so begeistert von bist, können wir das gerne einrichten. Ja, bitte. Warte die ganze Zeit schon darauf. Endlich zermalmt zu werden. Ja. So. Geil, ne? Ja. Richtig.
Unzufriedenheitsinitialisierung Büchsenmacher. Ich mache so viel, was ich bauen will, um Kohle zu scheffeln. Frag mich mal, ich darf nebenbei noch Einheiten bauen. Ja, ich baue ja auch ein paar Einheiten. Verlierst aber keine, glaube ich. Oder kaum welche. Sind es nicht annähernd so viele wie ich. Schon wieder? Ah, Spion. Regnet Spione. Na ja, und halt Edelmänner. Wie schnell... Wenn ich jetzt noch einen Edelmann in diesem Dingens da reinfuhr. Das ist eins Forschungsrunde für Industrietechnologien. Je mehr Edelmänner, desto besser. In einer Forschungseinrichtung. Spricht ja eigentlich nicht dem, was der Dingens gesagt hat, aber egal. Also ich meine schon. Ja, dass man halt auch forschen und stehlen sollte. Das kannst du natürlich auch machen. Die Frage, was du lieber machen möchtest. Wird wahrscheinlich ineffizienter, desto mehr du da reinhaust. Achso, okay. Ja, das kann sehr gut sein, dass du halt lieber mehr verschiedene haben solltest. Verbündete Italien haben wir gleich haben. Sehr schön. Krieg ich jetzt mehr Kohle. Landwehr. Kann ich die hier lassen? Infanterie habe ich hier genug. Hab ich, wo kann man eigentlich nachgucken, was man eigentlich bewegt hat? Das ging jetzt hier auch nicht, ne? Das bewegt sich am Ende automatisch, wenn du es nicht bewegt hast und vorher schon Bewegungsbefehl reingehauen Ja, dass du vorher Bewegungsbefehl reingehauen hast, ja. Du kannst dir über die Liste deiner Armeen anzeigen ja, lassen. Ja, das meinte ich. Ach stimmt, ich habe ja noch ein Handelsschiff. Das habe ich schon für Ewigkeiten gebaut, habe ich total vergessen. Da kommt sogar dann zum Beispiel sowas zustande. Gar nichts. Okay, jetzt haben wir das, haben wir das, haben wir das. Reinforcen tue ich doch auch außerhalb, ne? Außerhalb von was? Von der Stadt. Ja. Muss halt nur in deinem Gebiet sein. Und
Jetzt habe ich wieder vergessen, eigentlich die Zeit zu stellen. Das war wieder sehr clever von mir. Wir haben jetzt, glaube ich, schon eine Stunde gespielt. Echt? Mhm. Dadurch, dass wir so oft neu starten mussten? Ja. Also ich weiß noch nicht, ob jetzt, keine Ahnung, 50 Minuten oder eine Stunde, aber... Wie, das irgendwas weißt du nicht? Dreh. Es tut mir leid. Ja, das will ich auch hoffen. Bitte verzeih mir. Nö, so nicht. Warum denn nicht? Ja, du weißt genau, warum, du kleiner Kacklappen. Wo kann ich mehr Einheiten bauen? Okay. Irgendwann habe ich einen schönen mobile. Mobile Provinzen und dann bist du am Arsch. Oh, Gebäudeart ändern. Ah! Okay. Nice. Es geht. Das weg. Oh, wo habe ich denn jetzt gerade hinausgebaut? Vor und nach Reform. Okay. Was ist noch so ein Kackteil? Da. Sehr schön. Ich muss irgendwie sagen, irgendwie gefällt mir Böhm. Das hätte ich irgendwie gern. Schön, dass du es gern hättest. Du bist ja bestimmt so gutmütig und würdest mir das kampflos überlassen, oder? Natürlich. Hat so schön viel Geld einkommen. Ja, deswegen überlasse ich dir das direkt, ne? Warum hat das? Abnehmende Bevölkerung? Okay, okay. Kriege ich denn das Wachstum der Bevölkerung weiter gepusht? Durchsteuern. Also natürlich nicht dadurch, dass du sie erhöhst. Nee, ist schon klar, ich habe normale Steuern und in Brandenburg verliere ich Menschen. Du verlierst überall Menschen, wenn du normale Steuern drin hast. Okay. Das ist natürlich Mist. Das ist Mist. Aber ich bin... Ja. Du hast wahrscheinlich keine normalen Steuerung, ne? Ich weiß es gerade nicht, was ich drin habe. Was? Ah,
halt echt heftig, die Besteuerung, wenn ich die untersetze. Die würden aber trotzdem noch sinken. Nee, doch nicht. Also ich habe keine normalen Steuern drin. Ah, ich brauchte halt das Geld. Aber die Frage ist, ist die Bevölkerung so, für mich so wichtig für die Besteuerung? Weil wenn das Wachstum steigt, dann ist das doch eigentlich egal. Obwohl, nee, der Provinzwohlstand tritt mir jetzt doch nicht. Nee, Quatsch. Der Provinzwohlstand wird auch davon beeinflusst, daher ist das schon. Durch den Städtewohlstand, ne? Genau, ich weiß nicht, ob die Einwohnerzahl da auch mit reingeht, aber der Städtewohlstand verändert sich ja auch Ja, durch das die. Wachstum. Ja, der Städtewohlstand verändert sich auch durch die Steuern. Desto mehr Steuern du hast, desto weniger Städtewachstum bekommst du mehr drauf. Das ist halt so ein Dilemma ein bisschen. Du halt gucken, was dir wichtiger ist. Ich lasse jetzt mal ein bisschen was wachsen. Von Steuern befreien, was kriegst du dann? Du kriegst ein größeres Plus an Wachstum. Warum sollte ich das dann tun? Unzufriedenheit, ja. Haut mir voll das Ding runter. Aber du brauchst immer so ewig. Mein Gott. Tja. Mir hat alles gut überlegen. Schön wie du einfach machen, machen, machen. Blind drauf los. Naja, blind drauf los würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen, aber. Ja, ich aber. Naja. Naja. Gut, egal. Preußen? Preußen mag jeder, bis auf Frankreich. Wer mag auch schon Frankreich? Ja, Frankreich mag. Norditalien mag mich auch nicht. Oh, Hannover mag mich nicht. Ich will auch zu Frankreich. Ja, du bist auch eigentlich recht beliebt. Sogar bei Schweden. Ich bin bei allen recht beliebt, bis auf den Franzosen und den Spanier und deren Vasallen. Nein, ja, Schweden mag mich nicht so richtig. Historische Streitigkeiten und so. Ja, wollen halt Schwedisch-Pommern wieder aufmachen. Am Arsch. Können die Augen zu machen, wieso? Zu machen. Oh, Alter, willst du gebt gleich ihnen wieder doch selber kämpfen? Pommern. Ja, ne? Du wirst du wahrscheinlich wieder rollen. Du bist ja so ein kleines Sackgesicht. Wenn du das schon sagst, bestimmt. Kann ich dir ja bestimmt ordentlich wieder was ziehen. An Einheiten. Am Arsch, du ziehst mir gar keine Einheiten, das Ding wird jetzt belagert. Die werden dich früher oder später angreifen. Die Oldenburger. Genau. Das ist richtig, aber dann kannst du mir keine Einheiten ziehen, weil ich dann in der Verteidigung bin und du nicht mehr. Wenn ich es geschickt mache, kann ich dir auch deine Einheiten ziehen. Unwahrscheinlich, glaube ich nicht dran. Oh. Ey, das ist so teuer. Das ist so teuer. Klassische. Eigentlich müsste ja Frankreich der modernste sein, oder nicht? Theoretisch schon, ja.
Wo habt ihr denn seine richtige Bildungsstätte? Heimtückisch. Infiltrationsmission. Na komm, gehen wir mal zum Dänen. Ich verstehe mal noch nicht, warum der Schmiede da steht. Vielleicht will er mir ja auch helfen. Gegen wen? Gegen Frankreich. Naja, dann würde er nach Frankreich gehen, in der Provinz daneben, aber der steht da. Ja, vielleicht will das auch nicht. Vielleicht steht er ja auch da und hat keine Durchmarschrechte. Ach so, er hat keine Durchmarschrechte zu dem Land, wo er drin steht. Genau. Und der steht da seit Anfang des Spiels drin. Das würde Sinn ergeben. Ich würde behaupten, nein. Computer sagt nein. Wenn der Computer das schon sagt. Ja. Oh, was will denn Russland von dir? Russland will was von mir? So, ich dachte, Russland will was von dir. Was haben wir denn da? Du kannst es nicht gewinnen, auf jeden Fall nicht. Wieso haben die nur Scheißmilizen? Und wieso greifen die an? Sind die komplett geistig behindert? Ja, dann lass doch das einfach automatisch durchlaufen. Das ist der... Das ist... Wir haben eine schlechtere Streitmacht und wenn wir angreifen, sind wir im Nachteil. Was machen wir? Wir greifen natürlich an. Das ist genau dasselbe, was ihm Frankreich mit dir gemacht hat. Ja, wobei das mit Frankreich, die hatten ja noch eine Chance, also... Ob sie wirklich eine Chance hatten, glaube ich nicht. Wie hatten sie denn noch eine Chance? Das mal ganz im Ernst. Wo der Hälfte der Einheiten nur aus Dingens bestand. Aus Mob. Also, die hatten schon ganz gute Einheiten. Ja, die hatten mit drei. Verstärkung. Viermal hatten sie Linieninfanterie. Ja, die Verstärkung bestand aus, ich glaube, dem zweiten General und den Grenadieren. Also, so ist das jetzt auch nicht. Ja, klar, das ist jetzt nicht die Welt, aber. An sich hätte man damit was reißen können. Ich habe ja ein bisschen was kaputt, glaube ich, gemacht. Bin mir aber nicht sicher. Also ganze Einheiten hast du nicht vernichtet, aber schon ein paar Männer getötet. Er hat halt den Vormarsch ein bisschen was verlangsamt. Ist ja schon ein Teilerfolg. Riesen werden mir gehören. Ich habe gerade 340 dafür bekommen, dass ich gegen die in den Krieg beitrete. Gegen muss mich? Noch mal kurz. Nee, gegen Friesland. Ich muss noch mal kurz zur Kon weg. Gegen Friesland. Steht in Friesland Krieg. Und top, dass der jetzt weggeht, während wir hier am Zocken sind. Jeha. Was beliebt, das geht wieder runter? Hängt von der Bühne. Ja, da. Oh. Gegen Friesen kriegst du Geld. Genau, ich habe 340 dafür bekommen, dass ich den Krieg gegen den beitrete. Von wem? Vom Osmanen.
Vom Ost. Hä? Wobei ich nicht weiß, warum der im Krieg gegen die ist. Bist du mit dem Osman verbündet? Ja. Warum hat das der Osman sich mit dir verbündet, Schlampe? Weil er cool ist. Nein, der ist Kacke. Alle mögen mich, nur du nicht. Und Frankreich und Spanien. Und Ich glaube, in dem Italien. Spiel mag ich dich doch wohl. Oh ja, Max. Wobei das auch ein bisschen unhistorisch ist, aber gut. Ach, was meinst du nur? Ach so, kann ich das Ja. machen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß. Ich weiß, dass du keine Ahnung hast. Du bist halt ein Trottel. Ja, kann man nichts dran ändern. Ja. Mobilisierung der Massen. Können wir denn dann auch jetzt so langsam abspeichern? Ich Ja, muss ich will nur nämlich noch jetzt. meine Runde machen. Jetzt chill Ja. mal. Endlich! Das Fräulein ist fertig. Ja. Generalprüfer. Was? Wie? Hä? So, ich Heißt, kann jetzt dass du dir wieder. einen neuen kaufen kannst. Wow. Genial, nicht? Ja, ich. Ich bin total aufgeregt. Wie ein hysterisches kleines Mädchen. Ah, ich krieg einen neuen General. Die zwei ziehen wir mal raus. Belagerung fortsetzen. Das ist doch nicht dein Ernst. Dann ziehe ich komplett zurück. Automatischer Angriff. Das brauchen wir nicht spielen. Doch unbedingt. Ach so. Soll ich mal eben ein Zehntel von der Armee? Klatsch. Friesland gehört mir. Da wehnt jetzt eine preußische. Warte, 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 ja, komm. Lass die preußische Flagge wehen. Sehr schön. Fraktion vernichtet. Provinz besetzt. Piu, piu. Ich habe eine Goldmine. Die bringt gerade mal 500 Provinzwohlstand. Ah, 300. Ja, wenn sie nicht ausgebaut ist. Ja, die kann ich ja noch nicht ausbauen ohne Dampfmaschine. Ja, ein bisschen Dampfmaschinentech ist es noch ein bisschen hin. Ja. Was machen? Was machen? Wieso bist du? Wieso magst du dich nicht? Bündnis mit feindlicher Nation. Ach so, deswegen. Der Moskau nicht leiden kann. Ah, beziehungsweise den Russen. Der Russe mag dich auch. Alle mögen mich. das mag ich nicht. Dänemark ist freundlich, Mecklenburg ist freundlich. Vielleicht mache ich ihn zum Protektorat. Verbündeter Dänemark. Protektorat werden. Inakzeptabel. Schweden? Niemand will ein Protektorat werden. Nee, ich will deren Protektorat werden. Versteht mich falsch. Egal. Dann bauen wir mal weiter hier die Armee aus und Dingens und Gymnasium. Industrie. Ist gleich fertig. Dann habe ich mal. Achso.
Ab weiter. Gucken wir mal, ob, wenn ich die Landwirtschaftsgebäude ausbaue, was dann passiert. So, gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die kleine weitere Runde. Hast du noch ein Schlusswort? Eine kleine Ratte da unten, du ekelhafter Ösi. Ich denke mal nicht, nee. Nee. Meine genialen Schlussworte immer verschiebe ich aufs nächste Mal. Ach so. Ach scheiße, ich hab noch was vergessen. Okay. Wo ist denn der? Da ist er. Und Bildungszentrum? Toll. Man kann keine Technologien bei den Dänen stehlen. Das ist doch Kacke. Die Däne ist so schlecht. Steht denn das, wie viel was kostet an Punkten? Egal, dann machen wir einfach nichts und dann speichern wir ab. Und ich freue mich, wenn ich euch das nächste Mal wieder begrüßen darf. Bis dann, Leute. Ciao.